Hallo Leute, heute werde ich mal eine kleine Reparatur machen, oder besser gesagt eine Verfeinerung, die aber TÜV-relevant ist, und zwar eine Politur eines Autoscheinwerfers, besser gesagt aller beide. Die sind sehr matt und da kann es natürlich durchaus passieren, dass du dadurch keinen TÜV bekommst. Gut, gucken wir uns das mal an. Mal sehen, ob ich das hier einfangen kann. So sieht das momentan aus. Fühlt sich alles rau an. Klingt richtig kratzig. Ja, und damit fangen wir dann an. Habe ich hier ein bisschen Nassschleifpapier. Ich werde mal mit 800er anfangen, dann 2000er und vielleicht noch mit 4000er. Und zum Schluss kommt dann noch die Politur. So, schauen wir mal, wie wir das hier erreichen, dass wir das wieder blank kriegen. So, da fangen wir mal ganz brutal an mit diesem Schleifpapier. Geht natürlich besser, wenn die Motorhaube offen ist. Komme ich nie aus Versehen mit dem Schleifpapier auf den Lack. Hier sieht man schon, was hier so runterkommt. Ist schon extrem. Und der Nachteil an die schönen neu geformten Lampen ist natürlich das. Sie sehen zwar prima aus, aber es ist eben kein Glas mehr. Alles nur noch Plastik. Und das wird natürlich durch die Witterungseinflüsse und auch im Winter durch Streusalz und so weiter mächtig in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube auch, die Autowaschanlagen werden eine gewisse Rolle spielen, weil die haben ja auch irgendwelche Reinigungszusätze, die bestimmt nicht so gut verblastet sind. Für Lack mag das vielleicht noch gehen, aber für Plaste ist das, glaube ich, nicht so gut. So. Das Gröbste scheint runter zu sein, obwohl es sieht immer noch ein bisschen komisch aus. Naja, ich versuche jetzt mal einen Schliff. Mit 2000er. Man muss natürlich sehr aufdrücken. Also mit blöde bisschen hin und her ist ja nichts. Da muss schon ein bisschen Kraft aufwenden. Und noch extremer wird es dann beim Polieren mit der Paste. Möglichst immer in eine Richtung. Denn Kreisen ist Mist.
So. Machen wir das mal trocken. Sieht immer noch komisch aus hier oben. Ich will mal hoffen, dass hier nicht auch noch von innen irgendwas reingezogen ist. So, und jetzt habe ich hier das sogenannte Ultra-Cut oder Cut K2. Das ist ein polnisches Mittel, eigentlich zur Lackkratzerentfernung. Aber mit diesen tue ich jetzt ja erstmal den nächsten Schritt bearbeiten, weil das geht dafür auch. Ja, und das ist, was ich meinte. Man muss hier wirklich richtig aufdrücken. Also nicht die Plaste zerdrücken, aber richtig kräftig aufdrücken. Die hält ja auch ganz schön was aus. Sonst wird das nichts hier. Und man merkt schon, keine Kratzgeräusche mehr. Hinten noch ein bisschen. Ja, so richtig ganz gefällt es mir noch nicht. Es ist eben schwer nachzuvollziehen. Es ist nun auch noch von innen. Da können wir letzten Endes eh nichts machen. Also ich gehe vorsichtshalber noch mal mit meinen Schleifgängen drüber. Fertig machen. Weil die Schleifgänge sind immer sehr wichtig. Die möchten schon so ausgeführt sein, dass man immer vom groben Schleifpapier zum ganz feinen runter zugeht. Und da möchten schon immer die Kratzer entfernt sein. Oder irgendwelche Unebenheiten. Denn durch die Politur alleine kriegt man es dann auf keinen Fall weg. Auch die Kratzer, die dann drin sind, kriegst du durch die Politur. Also tiefere Kratzer kriegst du durch die Politur nicht weg. Also du musst es immer erst richtig ausschleifen. Sonst wird das nichts. Ja, und wie man jetzt hier sieht, es ist nicht mehr dreckig. Sondern hier schleife ich jetzt wirklich Plastikpartikel runter. Sieht man dann hier auch, die sammeln sich durch das gröbere Papier. Und wie gesagt, mit jedem Schleifgang wird es immer feiner, so wie das sein soll. Und nach den Schleifgängen immer runterwischen, diese Partikel. Damit man die mit dem nächsten Papier nicht wieder reinwischt, sage ich jetzt mal so. Ja, man hört es auch schon beim Schleifvorgang. Die Geräusche werden immer leiser. Das bedeutet, die Fläche immer ebener wird. Lappen müssen natürlich immer absolut sauber sein, ohne irgendwelche Körnchen, Sand oder sonstiges. Wenn der Lappen, besser gesagt, wenn der Finger dann warm wird durch die Reiberei, dann ist das in Ordnung. So, eigentlich ja schon fast gut. Jetzt kommt das Vorletzte. Das ist dieses Poliermittel. Extra für Plexiglas. Quicks nennt sich das.
hatte ich früher noch ein anderes. Therapol, leider alle. Ging auch hervorragend. So, und jetzt müssen wir uns natürlich wieder eine neue Stelle suchen. Vom Lappen, die noch nicht mit irgendwelchen Poliermitteln behaftet ist. Denn das ist jetzt noch feiner von der Körnung her gesehen. So, da haben wir wieder richtig einen dicken. Richtig dicken Lappen. Und hier braucht man nicht viel. Also solche kleinen Sachen hier. Also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tischtisch wenig für den ganzen Scheinwerfer, aber eigentlich kommt man mit solchen kleinen Sachen sehr weit. Hier merkt man dann, dass man beim Reiben wie einen Widerstand hat. Es geht verhältnismäßig schwer. Erstmal Pause. So, jetzt werden wir das überschüssige Poliermittel noch runterwischen. Das möchte man auch sorgfältig machen, sonst bleiben irgendwelche Schlieren zurück. Muss man öfters mal den Lappen ein bisschen drehen, dass man immer wieder eine frische Stelle erwischt. So. Jetzt muss ich noch was holen. Kleinen Moment. So, jetzt haben wir das alles entfernt soweit. Und ganz zum Schluss, um das ein bisschen zu versiegeln, machen wir jetzt noch sowas drauf. Nanokloss nennt sich das. Soll waschstreusenfest sein. Ja, UV-Schutz, streusalzfest und so weiter. Was am alles hier drauf steht. Aber scheint schon ganz gut zu sein. Ist ja auch nicht ganz preiswert. Aber hält sich alles noch im Rahmen. Da werden wir mal die Nanopartikel hier in das sowieso schon absolut glatte Material noch einfügen. Okay. Ich glaube, das war's. Ich hatte ja gestern schon die andere Seite des. Also den anderen Scheinwerfer gemacht, der sah eigentlich noch viel schlimmer aus. Und jetzt haben wir hier dieses Ergebnis. Hier ist nichts mehr zu sehen. Und allglatt. Man hört kein Reibgeräusch mehr und nichts. Und ich denke mal, auch wenn es eine Stunde Arbeit ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde dann gleich mal gucken, was ein neuer Scheinwerfer kostet. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Bei eBay habe ich jetzt solche Scheinwerfer gefunden. Ich habe beim Hersteller des Autos gar nicht nachgeguckt, weil es reicht schon bei eBay zu. Also für diesen Fahrzeugtyp kostet ein Scheinwerfer zwischen 179 und 215 Euro. Also ich denke mal, da kommt man schon ganz gut, wenn man das dann so macht. Denn wenn man jetzt auf beiden Seiten einen neuen braucht, bist du auf jeden Fall bei 400 Euro. Und da ist der Aus- und Einbau noch gar nicht mit dabei. Also ich schätze mal 500 Euro, wenn du das in der Werkstatt machen lässt, wird wieder ungefähr aufgerufen werden. Gut, kommt immer drauf an, wo, ist ja ganz klar. Na, man kann natürlich auch Gebrauchte kaufen und so weiter, aber ich denke, da musst du dieselbe Sache genauso ausführen, weil die ebenfalls bestimmt matt sein werden. Gut, das war die Sache dieser Reparatursache, ich jetzt mal so, von den Autoscheinwerfern und
Wie gesagt, die andere Seite hatte ich ja gestern schon gemacht. Kann man im Prinzip auch gelten lassen. Es sind schon kleine Steinschläge drin, aber egal. Die sind sehr gering. Da und vor allem hier ganz hinten dürfte das keine Rolle spielen. Okay. Also, das war's dann erstmal von meiner Seite, was diese Sache betrifft. Ach so. Danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr einen Daumen nach oben geben könntet, wäre natürlich ganz prima. Gut, das war's. Und tschüss.